MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir. Und der SC Magdeburg mit den Fan-Talk-Gesprächen nach den schönen Siegen mittlerweile in Serie hier in der GTEC Arena in Magdeburg. Heute natürlich besonders süß in letzter Sekunde den THW Kiel geschlagen. Und das ist dein Applaus, Matze Muscher. Ich hatte in letzter Zeit immer Spieler auch hier, die dann gesagt haben, ach, ein Bier sofort dann nach dem Spiel wollen wir nicht. Da habe ich lange keins hingestellt, aber bei dir hatte ich ein gutes Gefühl. Na gut, nach dem Spiel brauchst du sowieso nicht lange überlegen, oder? Los, Prost, Matze. Die ersten Gedanken nach dem Spiel, wie war es gerade auch in der Kabine? Na, zuallererst will ich sagen, riesen Dankeschön an euch, wirklich. Ohne euch ist das halt nicht möglich. Ihr macht hier die Halle zum absoluten Hexenkessel. Es ist absolut cool, hier zu spielen und ihr treibt uns voran. Ihr gebt uns Kraft und wirklich von der ganzen Mannschaft Dankeschön. Das sind ja auch gute erste Gedanken nach so einem Spiel, wie ich finde. Klassiker eigentlich gegen Kiel. Du hast schon ein paar so eine Spiele hinter dir, wie das hier so ist mit dem Hexenkessel und so. Ich habe Daniel Pettersson heute vor dem Spiel getroffen, habe gefragt, ob er eine Unterhose extra mit hat, weil er das erste Mal ausverkauft spielen würde. Hast du mit ihm schon kurz sprechen können? Wie hat er das empfunden? Weißt du das? Nee, wir sind jetzt eben gerade in die Kabine gegangen, haben alle rumgeschrien, haben uns geschubbt, haben uns gedrückt, haben uns was auch immer. Ja. Es war sehr herzlich. Und wir haben uns sehr gefreut, aber für innige Gespräche war jetzt noch nicht die Zeit. Aber es hat sich niemand verletzt beim Freuen oder sonst irgendwas? Nee. Muss man aber aufpassen, oder? Kann ja passieren, da im Überschwang der Gefühle. Kann man das Spiel aus deiner Sicht kurz zusammenfassen für die Fans? Ja, also kurz nach dem Spiel muss man sich erstmal immer sammeln. Aber wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke, sind wir ja, glaube ich, lange einem Rückstand hinterher gerannt in der ersten Halbzeit. Kommen denn durch wirklich viel Kampf und auch Geduld, also lange gespielt bis zum Zeitspiel, kühlen Kopf bewahrt, kommen zurück, stellen eine super Abwehr. Yannick unterstützt uns wieder astrein, absolut cool und kämpfen uns dann halt ins Spiel. Und ich glaube, Kiel merkt, dass es heute sehr schwer wird. Ja, dann steht es unentschieden. Die ziehen wieder ein bisschen weg, hatten einen Torwartwechsel. Das ist sehr bekannt, dass sie zwei Weltklasse-Torhüter haben. Das ist, glaube ich, das größte Plus, was Kiel hat. Zwei überragende Torhüter. Wir auch. Also die Frage stellt sich ja, glaube ich, nicht. Deshalb rede ich jetzt mal von Kiel. Natürlich. Ich meine, die Weltklasse-Torhüter stehen ja auch immer beim Sieger. Und wer hat heute gewonnen? Absolut. Nee, aber Landin hält halt ein paar Dinger und die gehen dann wieder weg. Und umso cooler ist es, wie wir als Mannschaft weiter dran glauben, weiter an einem Strang ziehen und das Ding noch nach Hause holen und zwei Punkte hier behalten, ist super. Es gab eine Phase, da führt Magdeburg mit einem und fängt, glaube ich, 4 oder 5 Bälle in Folge ab in der Abwehr. Da gab es dann halt aber lange, lange kein Tor auf beiden Seiten. Auch du zwei Freistehende vergeben. Und dann sagt Benno, zack, bumm, Yves, Reaktivierung, so sieht's aus. Was geht dir im Kopf, bevor Yves dann seine Megabude macht, gleich bei den ersten Sekunden, nachdem er auf der Platte war? Ist man da sauer oder sagst du dir, hey, Yves, los geht's? Ja, natürlich. Ich wollte, dass wir das Spiel gewinnen. Also natürlich will ich denn, dass Yves die Dinger reinhaut. Wo ich die zwei Freien dann verworfen habe, ärgert man sich. Ich glaube, das ist ganz normal. Gibt es da Worte, die du sagen darfst ins Mikrofon, die da durch den Kopf schießen? Ach, ja klar, dann denkt man sich scheiße, das, was du hören willst. Nein. Ich habe auch was Kreativeres gehofft, aber alles. Nein, ach, ne, man darf sich auch nicht verrückt machen, wenn du jetzt ein oder zwei weglässt. Das ist auch normal. Das passiert auch wahrscheinlich bald wieder. Das ist ganz normal. Dann muss es halt weitergehen. Benno hat dann entschieden, dass Yves kommt und das war auch richtig, der hat dann gut gespielt, kam mit Landin dann besser klar als ich. Ich freue mich, dass Yves das gut gemacht hat, ich freue mich, dass ich dann noch den 7 Meter gemacht habe. Mega, das muss doch ein geiles Gefühl sein, oder? Wenn dann die ganze Halle Matze Musche und dann geht er auf ein Geschrei. Ja, also das Geilste ist, dass wir das Spiel hier gewinnen. Das ist die größte Genugtuung, 60 Minuten sind vorbei und wir jubeln alle. Wie siehst du die Situation mit der roten Karte am Anfang? Gegen uns? Ja, das geht ja mal ganz schön schnell. Also ich dachte, er hat ihn halt auf der Brust getroffen und nicht im Gesicht. Und dementsprechend hätte ich mit 2 Minuten gerechnet. Aber ich gucke mir das lieber erstmal nochmal an, weil das geht so schnell. Vielleicht sieht es im Video dann auch schlimmer aus, als es
als ich es gesehen habe. Deshalb möchte ich dazu jetzt nicht viel sagen. Also wir haben auch, also das müssen Sie auch sehen, wir haben auch dann natürlich gleich immer Leute, die das zu Hause im Fernsehen schauen. Die haben alle geschrieben, war wahrscheinlich doch im Gesicht, wurde sich tausendmal angeschaut. Aber war doch eine geile Aktion, weil die Halle war da wie nix, oder? Ja. Das ist doch so, sowas bringt doch manchmal die Halle so dahinter und gibt es da nicht einen extra Energieschub? Ja, also wir müssen eine harte Abwehr stellen, das ist klar, das machen wir auch immer. Gut, dass es dann rot ist, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel, aber ja, das gehört auch dazu. Ich glaube, der Dissinger ist jetzt auch nicht sauer, das ist einfach Handball. Besser hat seine Strafe bekommen. Und ja, man bringt auch durch schlechte Schiedsrichterentscheidungen, also vermeintlich schlechte Schiedsrichterentscheidungen, die Halle hinter sich. Und das kann auch helfen, ja. Sag mal, ich wollte das schon immer mal fragen, wenn mal hier oben einer steht, habe ich immer vergessen. Wenn Spieler, die dann da unten gelegen haben, wenn die dann ausgepfiffen werden bei jeder Ballberührung, also für uns, die ja die Energie aufbringen und dann immer pfeifen und Buh rufen und so, bringt das was, schwächt das einen Spieler oder bringt das den nicht sogar nach vorne? Kannst du das vielleicht erklären? Ja, ich glaube, da ist jeder Mensch verschieden, ja. Ich glaube, Christian Zeitz, wenn man den immer so beobachtet beim Spiel, dem ist das völlig gleich, ob der ausgepfiffen wird oder ob dem zugejubelt wird. Da gibt es auch noch diesen Torhüter in Berlin, der das, glaube ich, auch braucht, oder? Ja, darum. Also manche wird es vielleicht beeindrucken, manche auch nicht. Keine Ahnung. Wie siehst du jetzt einfach die nächsten Spiele? Ihr fliegt, glaube ich, gestern morgen los, oder? Übermorgen früh, Freitag um 5 fahren wir hier ab nach Israel, nach Tel Aviv. Katja auch. Hurra, Katja, alle freuen sich. Ja, naja, gut, wie soll es weitergehen? Weiter denken wir jetzt noch nicht. Wir haben das jetzt wirklich diese Saison super umgesetzt, dass jedes Scheißspiel wichtig ist, egal ob das in Tel Aviv ist, in Baling, zu Hause Kiel, egal. Wir wollen einfach weitermachen, die Spiele gewinnen, die Punkte holen und wir sind jetzt mit dem Kopf in Tel Aviv und dann kommt das Nächste. Ist schon eine neue Qualität, die man bei euch auch beobachten kann, dieses ruhig bleiben, dieses Ausspielen, diese lange Sachen, lange Angriffe auch spielen, auch wenn der Abend schon rum ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich lasse Sie jetzt mal hinter die Kulissen gucken, auch meine Arbeit. Heute habe ich Matze begrüßt, der hat heute gesagt, du, ich habe mir das Gespräch mit Zelenovic angeguckt. Kannst du es mal anständig machen, diese Interviews da und so. Was war nochmal deine Kritik, weil ich zu ihm gesagt habe, du hast einen von DC gekriegt und du glaubst, er hat das gar nicht verstanden? Ja, wenn du dreimal einen Serben fragst, ob er eine von Latz kriegt und ihn das irgendwie ja, hart trifft und er guckt dich so an, dann... Dann sollte ich aufhören, meint er, aber... Oder es umformulieren wäre vielleicht gut. Der Gott ist dran. Und jedenfalls kam dann nämlich bei dem Gespräch vorhin Seleni vorbei und da habe ich natürlich gleich gesagt, Seleni, komm mal her. Hast du verstanden, als ich gesagt habe, du hast eine von DC gekriegt und Seleni hat gesagt, ich weiß nicht, ist egal, wir sind Nasenbrüder. Und so ist es vorbei. Aber Stefan, du sprichst so schnell. Ach Quatsch, ich weiß überhaupt nicht, was er meint. Ich weiß gar nicht, was er sagen will überhaupt. So, jedenfalls an dieser Stelle möchte ich sagen, Sie haben jetzt hinter die Kulissen gucken können. Wir sagen was von unserer Arbeit. Bist du dir zufrieden mit unserem Gespräch heute oder guckst du es dir zu Hause auch lieber nochmal an in Zeitlupe? Ich kontrolliere das und dann gebe ich dir ein Feedback. Ja, vielen Dank. Mein neuer Screen- und Air-Checker-Coach Matze Musche, der wahrscheinlich dann auch schon an die Zeit nach der Handballkarriere denkt und dann bei MDR Sachsen-Anhalt auf jeden Fall Moderator sein wird für die ganz harten Dinger. Das wird großartig. Du machst dann die Politik-Interviews. Das wird richtig. Aber dann muss ich ja so früh aufstehen. Ja, klar. Naja. Okay, er ist raus. Ich frage jetzt nicht nach Feiern oder nicht, weil das ist mittlerweile bei der Mannschaft, glaube ich, so. Ihr seid komplett fokussiert aufs nächste Spiel. Genießt es, habt Spaß. Das da sind die Gesichter, die wir uns so lange Jahre gewünscht haben. Jetzt geht das irgendwie gut voran. Vielen, danke. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Namen von MDR Sachsen-Anhalt und natürlich auch im Namen der Mannschaft und des SCM. Danke auch, dass Sie bei den Fan-Talks immer dabei sind. Bis zum nächsten Heimspiel. Da gibt es dann wieder auf dem Dez. Egal, ob Seleni das versteht oder nicht. Feuer frei, Autogramme, Fotos. Matze Musche.